sind eigentlich für die Entwicklung einer jungen Stimme die Dirigenten sehr entscheidend? Ich finde ja. Leider ist ja heute so, dass es genügt, wenn jemand brüllt, wenn die Stimme riesengroß ist. Ob sie schön ist, ist die zweite Frage. Ich hatte noch das Glück, mit Dirigenten zu arbeiten wie Karajan, die nun wirklich die Stimme in der großen Oper dominieren lassen, den Sänger, wie es ja eigentlich auch sein soll. Und Kalbert war ja, hat meine Arabella dirigiert, bei der ich die Zdenka war. Und es war ein reines Vergnügen, mit diesem Mann zu arbeiten, der dieses 105-Mann-Orchester oder was so in der Hand hatte, dass wir auch mit den kleinsten Pianotönen bis in den vierten Rang durchdringen konnten. Der hat zum Orchester gesagt, meine Herren, wenn Sie die Sänger auf der Bühne nicht hören, sind Sie zu laut, nicht die Sänger zu leise. Wo gibt's denn das heute noch? Ich meine, es war ein reines Vergnügen, mit diesem Mann das Duett mit der Lisa de la Casa zu singen. Er hat mitgeatmet und es war ein Schwelgen. Thank you.
Verständlich ist dieser Jubel um Lisa della Casas Arabella und Anneliese Rothenbergers Stenka. In dieser denkwürdigen Richard Strauss-Wiedergabe unter Josef Kalbert in München schuf die Rothenberger ein Idealbild der Hosenrolle Stenka. Regie führte Rudolf Hartmann, einst Intendant der Münchner Staatsoper.